schauen wir uns die Themen Prozessindustrialisierung und Industrie 4.0 an. Fangen wir dabei mit der Prozessindustrialisierung an. Die umfasst vier zentrale Gestaltungsdimensionen: die Automatisierung, das Sourcing, die Flexibilisierung und die Standardisierung. Aber bevor wir uns die anschauen, nochmal einen Schritt zurück. Unter Prozessindustrialisierung versteht man die Standardisierung, Automatisierung, Flexibilisierung von hochrepetitiven Prozessen. Wie ihre Vorbilder aus dem produzierenden Gewerbe versprechen nach ihrer Standardisierung auch automatisierte Prozesse durch den erhöhten maschinellen und geringen personellen Einsatz, relativ hohe Effizienz, geringe Fehlerquoten und geringe Betriebskosten. Das ist das Ziel, warum ich eigentlich diese Prozessindustrialisierung mache, dieses Bild der Industrialisierung auf Prozesse auch außerhalb der Industrie anwende, dass ich eben relativ geringen personellen Einsatz haben möchte, relativ hohe Effizienz, eine geringe Fehlerquote und geringe Betriebskosten. Zugleich werden aber neuartige Prozessdesigns möglich, die zu einer höheren Flexibilität führen. Und ein weiteres wesentliches Kennzeichen der Industrialisierung ist eine gesteigerte Arbeitsteilung und daraus resultierend eine stärkere Spezialisierung von den einzelnen Aufgabenträgern in den Prozessen. So kann man dann zum Beispiel auch zur Einbindung von Spezialwissen oder auch zur Bewältigung von einer besonders hohen Prozesslast, gerade wenn die irgendwie punktuell zu einem kurzen Zeitpunkt sehr hoch ist, Prozesse automatisiert oder zumindest teilautomatisiert an externe Dienstleister auslagern. Die einzelnen Dimensionen der Industrialisierung, die habe ich ja eben schon aufgezählt, die sind keineswegs unabhängig voneinander. Und die lassen sich aber wie folgt ein bisschen genauer verstehen, wenn wir uns jetzt nochmal diese vier Kanten dieser Raute anschauen. Fangen wir oben rechts mit der Automatisierung an. Bei der Automatisierung werden Aufgaben oder Prozesse oder Teilprozesse, die bislang von personellen Aufgabenträgern durchgeführt wurden, die händisch gemacht wurden, vollständig oder zumindest teilweise durch betriebliche Anwendungssysteme erledigt. Die werden an diese Anwendungssysteme übertragen. Die Funktionalität von Anwendungssystemen kann beispielsweise in Form von Services, jetzt hier in einem technischen Sinn des Servicebegriffs, genutzt werden. Alternativ dazu kann auch die Aufgabensteuerung von Prozessen automatisiert werden, wie zum Beispiel Workflow-Management-Systeme, die dann zum Beispiel Prozessmodelle abarbeiten, das tun würden. Also Automatisierung ist die Übertragung von früher händisch gemachten Sachen, manuell menschlich gemachten Sachen an eben Anwendungssysteme, die diese Ausführung übernehmen oder die Steuerung der Ausführung übernehmen. Schauen wir uns als nächstes die untere linke Kante an, die Flexibilisierung. Grundsätzlich versteht man ja unter Flexibilität die Fähigkeit eines Systems, sein Verhalten und seine Struktur ändern zu können. Und so eine Änderung wird ausgelöst durch interne oder externe Prozesse. Und es ist üblicherweise eine zielorientierte Änderung, eine zielorientierte Anpassung, die ich im Rahmen der Flexibilität mache. So muss ein Prozess zum Beispiel vielleicht kurzfristig auf Nachfrageschwankungen reagieren, also dass an einem Feiertag weniger Leute irgendwie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen oder dass abhängig vom Wetter, wenn es gerade einen Schneefall gab, mehr Nachfrage nach einem Produkt ist und mehr produziert werden muss oder so. Sowas sind kurzfristige Nachfrageschwankungen. Oder auch auf ungeplante Kundenanforderungen. Die Kundin möchte das Produkt doch nicht so, wie es standardmäßig ist, sondern möchte eine Sonderanfertigung, hat einen Änderungswunsch daran. Dafür brauche ich Flexibilität, um auf solche Nachfrageschwankungen oder ungeplante Kundenanforderungen reagieren zu können. Und dabei fällt dann auf, dass Prozessentscheidungen, zum Beispiel bezüglich Automatisierung, was wir eben schon hatten, oder Sourcing, wo wir gleich zu kommen, immer mehr von Planungszeit in die Laufzeit verlegt werden. Das heißt, ich weiß, weil ich vorher noch nicht genau weiß, wann die Nachfrageschwankung eintritt, wann welche spezielle Kundenanforderung eintritt, dass noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich den Prozess ursprünglich designe und dann automatisiere oder auch von jemand anderem einkaufe, sondern ich merke das vielleicht erst zur Laufzeit, dass ich diese Flexibilität brauche. Und dafür muss ich es in das Prozessdesign schon einbauen, dass ich dann während der Ausführungszeit noch diese Flexibilität habe, die ich dann an der Stelle brauche. Und auch langfristig ist es von Vorteil, wenn ein Prozess leicht an eine sich ändernde Umwelt angepasst werden kann. Gerade in Zeiten der Digitalisierung mit einem rapiden technologischen Fortschritt, mit rapide sich dadurch ändernden Nutzungsverhalten, Erwartungen von Kundinnen und Kunden, Wettbewerbsumfeldern, brauche ich ständig Anpassungen und da ist Flexibilität relativ wichtiger Faktor, den ich auch bei der Prozessindustrialisierung berücksichtigen muss. Wo, wenn man jetzt mal in die Anfänge der Industrialisierung zurückgeht, es sehr stark um Standardisierung und Automatisierung ging, ist die Flexibilisierung ein mindestens gleichberechtigt wichtiges Ziel. Machen wir die anderen beiden Elemente ein bisschen kürzer. Standardisierung links oben. Unter Standardisierung versteht man die Reduktion der Variantenvielfalt bestehender Prozesse.
Das heißt eben genau das, was ich vorher gesagt habe, diese Sonderwünsche, zum Beispiel durch Sonderkundenanforderungen oder sowas, nicht mehr zuzulassen, sondern einen Standard zu haben, der dadurch leichter zu automatisieren ist. Und Sourcing, unter Sourcing versteht man das Auslagern einzelner Aufgaben, einzelner Prozesse, einzelner Teilprozesse an einen oder auch an mehrere externe Dienstleisterinnen und Dienstleister. Das sind die vier wichtigen Gestaltungsdimensionen der Prozessindustrialisierung, die Automatisierung, Flexibilisierung, Standardisierung und Sourcing. Jetzt hatte ich ja zur Einleitung des Videos gesagt, wir wollen die Themen Prozessindustrialisierung und Industrie 4.0 zusammenbringen. Nachdem wir jetzt Prozessindustrialisierung schon gesehen haben, lassen Sie uns ein bisschen die Industrie 4.0 anschauen. Das ist so ein bisschen der Nachfolger der Prozessindustrialisierung. Was ist Industrie 4.0? Hier mal drei Sichtweisen. Die erste von der Plattform Industrie 4.0. Die Plattform Industrie 4.0 ist ein Zusammenschluss von Akteuren der Wirtschaft, Akteuren der Wissenschaft, Akteuren der Politik, die auf dieser Plattform, das ist nicht eine Plattform im technischen Sinn, sondern eine Austauschplattform, man könnte auch sagen Netzwerk, zusammenkommen und über das Thema Industrie 4.0 reden, sehen, dass sie sich da gegenseitig helfen, voranbringen und damit insbesondere bei diesem doch sehr stark von Deutschland geprägten und auch zum Vorteil der deutschen Industrie befindlichen Thema Industrie 4.0 vorankommen. Die Plattform Industrie 4.0 sagt jetzt, Industrie 4.0 bezeichnet die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen in der Industrie mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie. Das heißt, wir sind in der Industrie, man könnte auch ein bisschen enger sagen, im verarbeitenden Gewerbe. Und es geht darum, da Informations- und Kommunikationstechnologie, IT, IKT zu nutzen, um eine intelligente Vernetzung von Maschinen und von Abläufen, man könnte auch sagen von Prozessen, hinzubekommen. Das ist laut der Plattform Industrie 4.0 das, was hinter Industrie 4.0 steckt. Der VDMA, der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, ein großer Industrieverband, sagt, die Verfügbarkeit von Informationen in Echtzeit durch die Vernetzung aller Beteiligten im gesamten Wertschöpfungsprozess führt zu dynamischen, echtzeitoptimierenden und selbstorganisierenden, unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsnetzwerken. Und das sagen sie natürlich im Zusammenhang mit der Industrie 4.0. Also die Verfügbarkeit von Informationen in Echtzeit. Das heißt, es geht irgendwie darum, die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen, weil ich die Informationen in Echtzeit sehr schnell bekomme. Durch die Vernetzung aller Beteiligten, die Vernetzung hatten wir ja oben auch schon. Oben bei der Plattform Industrie 4.0 ging es um die Vernetzung von Maschinen und Abläufen, oder Sie könnten auch sagen von Prozessen. Jetzt hier aller Beteiligten, ja, damit kommen auch noch die Menschen und die Unternehmen mehr ins Spiel. Im gesamten Wertschöpfungsprozess, denken Sie an Wertschöpfungsketten von Michael Porter, das führt zu dynamischen, echtzeitoptimierenden und selbstorganisierenden Wertschöpfungsnetzen und nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern eben unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsnetzen. Und das ist ein großes Versprechen, was in der Industrie, hinter der Industrie 4.0 steht, dass damit die Wertschöpfung in der Industrie besser wird, wenn wir das erreichen. Und Bitkom, der IT-Branchenverband, sagt schließlich, der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution, deswegen eben Industrie 4.0. Eine neue Stufe der Organisation und Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette über den Lebenszyklus von Produkten. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was waren die ersten drei industriellen Revolutionen, kommen wir gleich noch drauf. Aber bevor wir zu den ersten drei industriellen Revolutionen kommen, erstmal die Frage an Sie. Welche viele Beispiele fallen Ihnen ein? Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, diese verschiedenen Sichtweisen, die wir hier zitiert haben, die sind ja schon relativ abstrakt. Welche konkreten Beispiele fallen Ihnen ein? Wo haben Sie schon mal vom Thema Industrie 4.0 gehört? Schauen wir uns die vorherigen drei industriellen Revolutionen an, um die vierte genauer zu verstehen. Was waren denn die vorherigen? Na, die erste industrielle Revolution war die Einführung von mechanischen Produktionsanlagen mit Hilfe von Wasserkraft und mit Hilfe von Dampfkraft. Sie sehen hier beispielhaft mit dem Bild dargestellt einen Webstuhl, der dann von Wasserkraft angetrieben wurde. Diese erste industrielle Revolution, die begann so ungefähr Ende des 18. Jahrhunderts. Dann ungefähr 100 Jahre später, Ende des 19. Jahrhunderts, die zweite industrielle Revolution. Die Einführung der Massenproduktion mit Hilfe elektrischer Energie, auch der Fließbandarbeit. Sie sehen hier in der Schlachterei ein Fließband, aber auch in der Automobilindustrie wurde natürlich die Fließbandproduktion stark vorangetrieben. Das heißt, der zeitliche Abstand zwischen diesen ersten beiden industriellen Revolutionen so ungefähr 100 Jahre. Es ging los mit Wasser- und Dampfkraft, dann kam die elektrische Energie, die die Massenproduktion ermöglicht hat. Die dritte industrielle Revolution, dann ab den frühen 1970er Jahren, ist der Einsatz von Elektronik und IT zur weiteren Automatisierung der Produktion. Sie sehen also schon mal, der Zeitabstand wird ein bisschen kleiner, erst 100 Jahre, dann ungefähr 70 Jahre Zeitabstand. Jetzt ein noch mal kleinerer Zeitabstand,
heute, genau genommen wurde der Begriff der Industrie 4.0, der vierten industriellen Revolution, im Jahr 2011 geprägt. Aber heute sind wir vermeintlich bei der vierten industriellen Revolution. Die wird jetzt charakterisiert, insbesondere durch Digitalisierung und Vernetzung. Und natürlich, wie das so oft ist, sind die vorherigen Sachen nicht weg. Wasser und Dampfkraft sind nicht mehr so wichtig in der Produktion, in der Industrie, wie sie früher einmal waren. Die elektrische Energie natürlich schon, die Elektronik, die IT weiter, aber es wird immer noch ein Level draufgesetzt und damit erreichen wir einen immer höheren Grad der Komplexität der Wertschöpfung. Und was charakterisiert jetzt diese vierte industrielle Revolution, die Industrie 4.0? Ja, zentrale Merkmale sind laut Bitkom die Automatisierung der Wertschöpfung, die wir an der Stelle haben. Der Aufbau von Wertschöpfungsketten und Wertschöpfungsnetzwerken über Unternehmensgrenzen hinweg, das hatten wir ja eben schon mal, dieses Unternehmensgrenzen überspannende hinaus. Intelligente und dezentralisierte Prozesse nach Möglichkeit in Echtzeit ist ein weiteres charakteristisches Merkmal von Industrie 4.0. Ein digital integriertes Engineering, eine Vernetzung von Maschinen, Produkten und Prozessen, also eine Vernetzung von allen Einheiten. Man könnte jetzt auch noch sagen, auch noch teilweise von Unternehmen, von Menschen. Und dann eine hochflexible und eine konfigurierbare Ausgestaltung der Produktionssysteme. Und wenn das jetzt zentrale Merkmale von Industrie 4.0 sind, dann denken Sie nochmal an die Prozessindustrialisierung zurück und was ich Ihnen da eben erzählt habe über Automatisierung, Standardisierung, Flexibilisierung und Sourcing. Und lassen Sie uns ein bisschen darüber diskutieren, wie das denn zusammenpasst, was jetzt die Industrie 4.0 ausmacht oder was früher Prozessindustrialisierung war. Eine andere Frage, die ich auch noch an Sie hätte. Ist das denn jetzt wirklich eine Revolution? Ist die vierte industrielle Revolution wirklich was substanziell anderes als die dritte industrielle Revolution? Oder ist es eigentlich die sukzessive Fortschreibung des Einsatzes von Elektronik und IT in der Produktion? Da würde ich gerne mit Ihnen darüber diskutieren, aber ein bisschen unabhängig von der Frage, nochmal ein sehr einfaches, sehr schematisches Bild, wo uns das hinführt. Das führt uns dazu, dass wir innerhalb von Fabriken, Sie sehen da unten in der Mitte eine beispielhaft dargestellt, ein cyberphysisches System oder auf Englisch ein Cyber-Physical System haben, kurz mit CPS abgekürzt. Das heißt, wir haben die physische Welt, in der Roboter, andere Produktionsmaschinen, Menschen, an der Stelle Fahrzeuge, andere Maschinen sind. Das ist die physische Welt und wir haben darüber eine Cyberwelt, die virtuelle Welt, die digitale Welt und die sind miteinander verbunden. Sie sehen das mit diesem Doppelpfeil und die Verbindung geht in beide Richtungen. Daten und Ereignisse aus der physischen Welt werden in der Cyberwelt wiedergespiegelt, aber auch das, was in dieser Cyberwelt, in der digitalen Welt lebt, beeinflusst wieder, was in der physischen Welt passiert, zum Beispiel indem eine Maschine gesteuert wird. Diese enge Verbindung zwischen digitaler Welt und physischer Welt nennt man eben auch ein cyberphysisches System, ein Cyber-Physical System. Und damit wird diese Fabrik zur smarten Fabrik. Aber die smarte Fabrik steht natürlich nicht für sich alleine, sondern die ist über das Internet der Dinge mit anderen smarten Fabriken, mit den Produktionsanlagen in anderen smarten Fabriken verbunden und auch wieder mit anderen Menschen, mit anderen Computersystemen und so weiter. Das heißt, wir sehen hier an dieser Stelle diese Vernetzung. Und die Vernetzung haben wir natürlich auf der physischen Ebene schon auch ein Stückchen weit. Wir haben schon seit langem komplizierte, weltumspannende physische Lieferketten, Wertschöpfungsnetzwerke und so weiter. Wir haben auch den Austausch zwischen den Menschen über Informationstechnologien und wenn es nicht IT im digitalen Sinn ist, dann über sowas Einfaches wie Briefe, die man sich früher geschrieben hat oder so. Das heißt, diese Vernetzung gibt es schon immer, aber durch die digitale Welt, die Cyberwelt, wird diese Vernetzung wesentlich einfacher, wesentlich schneller. Denken Sie nochmal an die Informationen in Echtzeit, von der ich eben gesprochen habe. Und damit ist diese starke Vernetzung dieser beiden miteinander vernetzten Welten, die die intelligenten Fabriken ausmachen, aber dann die intelligenten Fabriken eben auch mit der Außenwelt, ein Beispiel, wie man sich diese Industrie 4.0 in Zukunft vorstellen kann.